ja, frisch aufgewacht und frisch ans Werk sozusagen. Wir haben schon wieder kein, keine Algen. Das heißt, wir müssen mal hier nochmal dicken. Und zwar hier. Und wir müssen mal schauen, ob wir hier oben vielleicht nochmal hochgehen. Ja, hier haben wir Carbondioxid. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir das anbohren. Irgendwer rastet hier schon wieder aus, sehe ich gerade. Moment. Kernel. Der geht jetzt erstmal flott zur Massage hier. Das ist ja unglaublich. Was ist denn hier? Warum zeigt mir der das? Irgendwie gibt es hier Probleme mit der Energieversorgung. Warte mal. Warum ist denn das hier? Warte mal, Kanzel. Ah. Okay. Da ist irgendwo. Da fehlt irgendwo ein Stück Kabel. Ne? Weil das nicht fertig gebaut wurde. Könnt ihr auch da in diese Tür nicht rein? Weil die geht ja nicht auf. Weil Strom fehlt. So, ne? So, passt das jetzt? Ach komm, hier machen das. Mach das mal bitte alles komplett fertig. So, wir haben auch einen neuen Kolonisten. Athletisch. Kann nicht forschen, das ist nicht so schlimm. Wir haben ja zwei. Nimm mal den. So, sind wir wieder bei 9. Sind die drei Leute, die hier gestorben sind, fast tot, fast ersetzt. So. Die Dusche funktioniert, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob jetzt hier schon mal jemand duschen war. Empty Pipe. Empty Pipe. Also mit Strom versorgt ist das Ding. Mit Strom ist das versorgt. Das ist kaputt, das können wir gleich mal reparieren. Und da müsste dann auf jeden Fall nochmal jemand weiter forschen. Dann haben wir eigentlich alles erforscht, was so geht. Pump not in gas. Hm. Wir sind jetzt hier eigentlich mit Kernel. Okay. 87%. Der soll sich mal ordentlich massieren lassen, dass er mal wieder runterkommt. Und ich verstehe aber noch nicht, warum die Pumpe hier nicht funktioniert. Die Pumpe sollte eigentlich Wasser hier reinpumpen. Können wir denn jemanden hier anweisen, duschen zu gehen? Nee. Wir können auf jeden Fall irgendwie einen Wasserreservoir bauen. Das heißt, wir können das ja hier so lassen. Und dann Wasser, was wir aufbereitet haben, wieder dort reinleiten lassen. Okay. Wo setzen wir jetzt erstmal? Da machen wir Folgendes. Ich nehme das hier raus. Und dann bauen wir, warte mal, Oxygen, Electrolyzer, Air Schrubber, filters Carbondioxid und removes it from the air. Wie groß ist denn das? Ist nicht so groß, ne?
Das braucht auch ziemlich viel Wasser, oder? Um Luft zu erzeugen. Biodistillery. Die brauchen wir mal. Weil dann können wir nämlich dann auch anfangen, hier mal den Schleim anzubohren. Und das ist das Wasseraufbereitungstool. Das brauchen wir dann auch. Wir könnten das auch gucken, dass wir das hier unten hinbauen. Dann haben wir das ein bisschen abgeschotteter, weil das produziert viel Abwasser und so weiter und wir müssen nicht so lange Leitungen legen. Das heißt, wir dicken das mal und sagen gleich mal volle Kanone hier. So. Hier kann alles rein. Hier kann auch alles rein. Egal. Erstmal nicht so wild. Das müsste eigentlich mal wieder repariert werden hier weiter. Essen wird produziert, das ist, da kümmert sie sich drum. Und jetzt hier wird ja schön gedickt, sozusagen. Gedickt. Na, ja, legt sie erstmal zum Schlafen hin. Und wir können auch gleich. Na, wir machen jetzt einen manuellen Airlock hin. Ja Mann, ein Aufstieg. Jemand ist aufgestiegen. Wo denn? Wer denn? Skill Increase. Ah ja. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Also aktuell können wir noch, kommen wir gut klar. Halt, so. Das machen wir wieder zu hier. Hier fehlt ein bisschen was an Sauerstoff. Hier ist eigentlich Sauerstoff drin. Mesh-Teil can be used as wall or floor to tile enclosed rooms. Does not obstruct the flow or liquid or gas. Okay, da kommt kein Wasser durch und auch kein Gas. Was braucht das? Kupfer. Jede Menge Kupfer. Was ist hier fertig gebaut? Ah ja, mhm. Ich brauche aber erstmal die Distille, habe ich ja gesagt. Biodistille. Da machen wir zweimal. Oder? Ja, machen wir zwei hin. So. So. Und das müssen wir mit einem Dings ausbauen. Warte mal, wir brauchen hier ein Rohr und einen Ausguss. Den Ausguss. Oder wir binden das hier mit dran. Wenn wir das jetzt hier so runternehmen. So. So. Das können sie auch mal fertig bauen. Hier ist zwar jetzt das, der Airlock drin, aber... So, ja, volle Kanone. Ach, guck mal, hier fehlt ein bisschen... Ah, ne, das wird schon gebaut. Sehr gut. Das ist schon fertig gebaut. So... Zack. Ich möchte, dass das sofort fertiggestellt wird. Was mit dem hier? Warum ist denn der schon wieder außer Atem? Achso, das ist der Narkoleptiker, der pennt schon wieder einfach. Ich bin aber gespannt, was die Entwickler sich dann später noch für coole Gemeinheiten dann für das Spiel ausdenken. Was das Spiel vielleicht dann noch ein bisschen schwieriger macht. So, die Toilette sollte mal gereinigt werden, ne? Okay, dann dicken wir mal hier dann gleich weiter. Und zwar... Könnte ich ja... Nee, das bohre ich hier nicht an, weil hier entsteht nämlich ekliges Gas. Deswegen gehen wir mal hier rein.
und dicken uns sozusagen mal hier in diese Grube. Was ist das hier? Goldatman oder irgendwas. Kollege ist ein bisschen außer Atem. Verständlich. Hier gibt es ja auch keinen Sauerstoff. So, ach ja, Strom brauchen die auch noch. Wer hätte das gedacht? Wie kommt man denn da drauf, dass da noch Strom benötigt wird, ja? Jetzt ist hier auch Wasser und jetzt sind hier die drei Leute. Warte mal. Das will ich aber ganz schnell will ich das hier zumachen. Los, schickt mal jemanden hier runter, der das so zumacht. Da. Nee, noch nicht. Jetzt ist hier überall Wasser. Verdammt. Jetzt ist zu. Okay, die Verbindung zu dem Rohr haben wir ja hergestellt. Ja, hier. Das sollte funktionieren. Wie sieht es denn jetzt mit der Priorität aus? Das sollte eigentlich angegraben werden. Das heißt, ich würde dann hier auch mal noch eine Leiter reinbauen. Was ist denn hier? Contaminiertes Oxygen. Sie schläft auf dem Stein. Okay, gut. Dann braucht sie kein Bett, wenn es bequem genug ist. Was ist denn mit den Leuten hier los? Und wo kommt jetzt das wo kommt denn jetzt plötzlich die ganze kontaminierte Luft her? Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Seht ihr das? Hier? Überall ist die ganze kontaminierte Luft. Dann müssen wir mal noch ein paar Luftreiniger aufbauen. Stellen wir mal einen hier hin, einen dahin, einen dorthin, da. Da. Hier oben ist auf jeden Fall schon jemand. Mal den mal noch hier mit hinstellen. Melody hat nichts zu tun, ne? Die hat nichts zu tun, weil wir fertig sind. Okay, gut. Da können wir eigentlich das abbauen, ne? Deconstruct. Deconstruct. Und ich nehme doch nochmal hier die Priorität für die Teile hier hoch. Damit die Luft gereinigt wird. Und wir stellen mal noch zwei hier mit hin. Weil wie gesagt, hier ja Mist, ich vergesse immer. Ja, hier entsteht ja auf jeden Fall diese eklige Luft durch das durch die Biodistillery. Warte mal, ich hänge jetzt irgendwo mit meinem Kopfhörerkabel fest. Na, hallo, was ist denn da los? Was braucht denn das eigentlich? Das benötigt doch bestimmt irgendwas. Recovering Breath. Dirty Hands? Nee, warte mal, Blödsinn. Filtrationsmedium. Was ist denn Filtrationsmedium? Wahrscheinlich Sand, ne? Jetzt haben wir die hier eingesperrt, das ist schon mal gut. Die sind auch fertig gebaut, sehe ich gerade. Dann müssen wir mal gucken, wo wir Sand haben. Oh, warte mal, Sand müssten wir doch, glaube ich, noch jede Menge haben. Raw Material. Copper Ore, Raw Material. Sandstein haben wir hier.
zerstört, Clay. Ach, Filtrationsmedium Sand. 7 Tonnen. Biohazard, okay. Cooking. Nehmen wir den. Sieht aus ein bisschen wie... Wie heißt der von Star Trek? Der immer den Transporter bedient? Next Generation? O'Brien, ne? Genau, O'Brien, der Chief. Chief O'Brien. So, was funktioniert das jetzt hier eigentlich? Die Dusche. Ich habe noch nicht gesehen, dass da irgendjemand geduscht hat. Hier ist auch kein Wasser. Und das hier hat noch kein... Ah ja, okay, klar. Das hat noch kein Dingenswummens, kein... Dabei habe ich ja schon die neuen. Warum macht denn das keiner? Ich brauche nämlich langsam wieder Algen. So, wie sieht es denn hier mit der Luftreinigung aus? Geht gerade so, ne? Ich möchte, dass das abgebaut wird. Warum macht denn das keiner? Das unten hier wird abgebaut. Hier ist scheinbar... Ach so, Was ist das hier? Mealwood Seed. So, da Melody ja nichts mehr zu tun hat, können wir ja den Job eigentlich auch als Research wegnehmen. Ah ne, haben wir ja schon. Soll nur kochen, okay. Gut. Soll nur kochen. Warte mal, was ist denn mit der hier? Camilla? Camilla braucht jetzt eine Massage. Die rastet hier aus und macht alles kaputt. Repair. Okay. Verdammt. Verdammt, jetzt sind hier unten auch noch 2 gestorben. Nein. Die sind erstickt. Warum? Das heißt, wir müssen definitiv hier irgendwie noch Luft rein. Hier ist doch ein bisschen Luft. Hier unten ist extrem viel Kohlendioxid. Ich muss mir, glaube ich, das nochmal angucken, wie das andere Leute machen. Das ist doch schon ein bisschen... Jetzt haben wir schon wieder 2 verloren. Okay, dann machen wir das anders. Wir brechen diese Chose ab erstmal und graben uns hier rein. Dazu müssen wir aber... Hier ist auch so viel Kohlendioxid, also CO2. Wie können wir das irgendwie reinigen, Mensch? Thermoregulator, Hydrofan, Dissipate small amount of heat. Achso. Füllt das Carbondioxid und removes it. Ich stelle das mal hier hin. Bau hier mal einen Airlock rein. Das können sie auch gleich mal hier mit hoher Priorität machen. Und dann könnte ich nämlich hier sozusagen den Dings anbohren. Und dann machen wir hier eine Schleuse. Warte mal. Wir machen hier eine Schleuse. Und stellen dort
so ein Air Deodorizer rein. Oder vielleicht zwei gleich. Wo ist jetzt hier was? Strom. Power, da. So. Und ich glaube, wir brauchen dann auch noch Wasser, ne? Irgendwo haben wir, glaube ich, noch Wasser, das wir uns herpumpen. Von hier. Da können wir getrost dann hier, warte mal, noch eine Leitung legen. Ups, warte mal. Nee, warte mal, ist das jetzt hier Liquid Intake, okay, alles klar. Priorität, machen wir hoch. Soll auch gleich fertiggestellt werden, ne? So. Weiter machen wir nämlich Folgendes. Wir bohren hier den Schleim an. Da entstehen ja Giftstoffe. Den Schleim, die Giftstoffe sozusagen, lassen wir dann hier, wenn die rein und rausgehen, reinigen und pumpen hier sozusagen Wasser rein, um Luft herzustellen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, dass der duschen war. Weil langsam, wie gesagt, noch haben wir Sauerstoff ein bisschen überall. Aber Algen gehen uns aus, wir haben keine Algen mehr. Und Algen haben wir jetzt auch nur noch... Naja, nur noch hier so. Aber wenn wir das anbohren, bekommen wir dieses Kohlendioxid. Nee, was war das? Carbondioxid. So. Und nun? Empty Pipe, leere Pumpe. Doch jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Ich hoffe, dass der hier nicht so viel verbraucht, ey. So, läuft das jetzt voll? Sieht man, dass das dann hier irgendwie vollgetankt ist? Der lutscht uns quasi jetzt hier den ganzen Kanister leer. Mal sehen, vielleicht war das auch ein extremer Fehler. Aber man sieht, dass da hier quasi Wasser reinsteigt. Maximal Gas Pressure. Okay, super. Ich glaube, der pumpt das Ding voll, bis es voll ist sozusagen. Der pumpt das voll, bis es voll ist. Und dann können wir jetzt hier mal anfangen zu dicken. Was sind das hier eigentlich? Gold, Amalgam. Okay. Gut. Halt, Quatsch. Blödsinn. Gut. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich mache jetzt erstmal hier wieder einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und da bohren wir dann den Schleim an. Das heißt, macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Tschüss.